Herzlich willkommen zu dieser neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Schön, hast du wieder eingeschaltet. Ich hoffe, diesmal klappt es besser mit meinem Mikrofon. Ich habe es noch etwas anders eingestellt. Mal schauen, ob es klappt. Heute schauen wir uns den zweiten Tag des Experiment Blackout im Winter vom Kanal Leben am Bach an. Das Video geht fast 35 Minuten. Also würde ich mal sagen, holt euch was zu trinken, macht es euch gemütlich und los geht's. Ja, hallo zusammen. Es ist jetzt ungefähr 7 Uhr morgens und wir haben jetzt eine Temperatur von 17,8 Grad. Was sehe ich? Da ist ein Petroleumofen im Hintergrund. 8 Grad in unserem Wohnzimmer, das während der Nacht nicht geheizt war. Draußen ist es etwa 1,5 Grad und wir haben uns entschlossen, heute unseren Petrolofen in Betrieb zu nehmen im Wohnzimmer, weil wir am Ofen noch ein paar Modifikationen vornehmen möchten. Darüber reden wir dann später. Also jetzt warten wir mal, dass es ein wenig wärmer wird im Wohnzimmer und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bis später. Ja, das ist cool. Kennt ihr diese Thermoskannen noch? Eine hatte, glaube ich, meine Mutter noch, meine Großmutter, aber die sind echt gut. Das ist meiner Meinung nach die besten, die es gab. Heutzutage funktionieren die irgendwie nicht mehr so gut. Das Wasser darin gefühlt, ja, ich weiß nicht, ich war da noch klein, aber gefühlt war das ewig warm. So, zuerst brauchen wir uns einen Kaffee. Das ist zwar Getreidekaffee, aber für uns doch ein Aufsteller heute Morgen. Und das Wasser von gestern ist ja in diesen super Thermoskannen von früher mit Glas. Ja, das sind noch sehr heiß. Die sind innen mit Glas isoliert, das ist viel besser als das neue. Ja, hier sind wir wieder. Ja, trinken genau. Unseren Kaffee. Und das Fazit unseres ersten Tages, also gestern, war natürlich erst Nachmittag 3 Uhr, als der Blackout einsetzte. Darum konnten wir noch nicht alles testen. Das erste Fazit ist sicher da der kleine Ofen, den wir montiert haben hier im Wohnzimmer. Da haben wir viel zu kleines Holz, also dünn, zu dünn. Zu dünn, ja, genau. Da muss man wirklich im Wohnzimmer sein und alle 15 Minuten nachlegen. Nachlegen, ja. Also hier müssen wir sicher noch größeres Holz uns zubereiten. Und da liegen schon Weihnachtsgeschenke, das ist hier im Dezember, ne? Ja, wir wissen noch nicht genau wie. Wahrscheinlich versuchen wir da mit der Säge dickere Stücke zu kürzen. Und das müssen wir sicher noch für die Zukunft uns einen Vorrat anlegen. Genau, das war ein Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben natürlich erst jetzt Holz zubereitet für diesen kleinen Ofen. Als wirklich, wenn der Strom ausfällt, sind wir nicht vorbereitet damit. Weil, genau, das habe ich in der letzten Reaction ja gesagt, ich hätte das halt schon vorbereitet, aber er sagt es ja nun auch schon. Gut, ich weiß auch nicht, vielleicht hat das halt zeitlich nicht mehr gereicht, ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie ja den Ofen erst gerade gekriegt oder so. Also man sollte eigentlich schon Holz haben für den Ofen, bevor das passiert. Also mindestens eine Schachtel voll. Ja, und jetzt haben wir beschlossen, dass wir heute den Petrolofen eben laufen lassen, um das Wohnzimmer aufzuheizen. Mhm. Im oberen Stock werden wir auch einen Petrolofen installieren, damit der obere Stock auch ein wenig geheizt ist. Ja. Weil das ist nicht gut, wenn es zu kalt ist in einem Haus.
Ja, und für guten Schlaf wäre. Ja, noch kurz zum Auskühlen der Räume. Da steigt dann halt die Schimmelgefahr. Wenn halt ein Raum zu kalt wird, dann beschlagen sich die Wände, da sammelt sich Feuchtigkeit und das kann dann anfangen zu schimmeln. Das ist schon noch wichtig. Gerade es ist ja nur ein Experiment, also da will man ja eigentlich seine Wohnung auch nicht aufs Spiel setzen. Gut, in einem Blackout auch nicht, aber halt in einer Übung erst recht nicht. Ich möchte nicht verfrieren. Die letzte Nacht war natürlich noch nicht so kalt, weil ja, die Heizung erst ab 3 Uhr nicht mehr gelaufen ist. Ja, genau. Ich wollte noch etwas erzählen. Was wir gestern noch gemacht haben. Gestern war bei uns schönes Wetter, ein bisschen durch Nebel getrübt, aber unsere Solaranlage hat genug Strom geliefert, dass wir uns abends leisten konnten, 2 Stunden zu fernsehen. Wir haben das alles mal ausgerechnet und jedes Gerät durchgecheckt, wie viel es an Watt braucht. Was mich jetzt seltsam vorkommt, Sie haben ja gesagt, Sie haben noch Fernsehen geschaut gestern Abend, aber vorhin, Moment, wo war das? Da sieht man es. Es ist ja, er hat ja vorhin gesagt, es ist 7 Uhr morgens. Draußen sieht es eigentlich noch dunkel aus, aber die ist ja schon wieder komplett geladen. Wie soll denn das funktionieren? Weil wenn man ein paar Stunden Fernsehen schaut, gut, die haben noch Zusatzbatterien, aber dass die komplett voll ist? Uns abends leisten konnten, 2 Stunden zu fernsehen. Wir haben 2 Stunden. Das alles mal ausgerechnet und jedes Gerät durchgecheckt, wie viel es an Watt braucht. Die Lampen, die verbrauchen, das weiß ich noch, 7 Watt. Die ist ja gestern... Haben wir die laufen lassen. Ja, jetzt haben sie abgeschaltet, weil sonst ist es zu hell. Und die Lampe, die ihr jetzt seht, ist von der Kamera, damit ihr, damit ihr uns überhaupt seht, wenn ihr etwas sagen. Heute ist ein trüber Tag, da werden wir abends sicher nicht zusätzlich Strom verbrauchen, sondern eher ein Buch lesen und sonstiges machen. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir immer schauen, wie viel Watt Leistung kam rein. Und ja, wir haben große Batterien, also können wir uns das auch ab und zu leisten. Ja, wir müssen halt schauen. Wir haben das jetzt erst gestern das erste Mal wirklich eingeschaltet, diese Anlage. Und wir haben überhaupt keine Erfahrung damit. Also wir werden jetzt auch hier in diesem Bereich Erfahrung sammeln, in diesen paar Tagen, in denen wir jetzt diesen Blackout simulieren. Es ist uns natürlich auch klar, dass der Blackout simulieren, wir haben jetzt einfach kein Wasser, kein fließend Wasser, kein Strom und keine Heizung. Das alles andere können wir natürlich nicht simulieren. Also die Plünderungen, die da vielleicht wären und so weiter und so fort. Es ist klar, dass das nicht geht. Das können wir nicht machen. Aber wir haben noch festgestellt, dass wir die Rollläden nicht runterlassen können, wegen diesem Brett, das wir montiert haben. Gestern. Für das Kaminrohr. Ofenrohr, ja. Und jetzt werden wir dann außerhalb werde ich diese beiden Griffe, das hat 2 so Griffe dran an dem Brett, damit man das besser montieren kann. Die werde ich irgendwie ersetzen durch andere Griffe, damit wir dann die Rollladen ganz runterlassen können. Eben im Falle eines, wenn dann wirklich so ein Blackout wäre, damit wir wirklich unser Haus sichern können. Ja, und auch um die Wärme. Und auch die Wärme zu speichern, genau. Das ist ja genau das, was ich meine. Solche Dinge sieht man dann halt erst, wenn man selbst halt eine Simulation startet. Wenn man das Ganze natürlich so plant, ne, er hat sich da Gedanken gemacht, ja, ich kann ein Holzbrett vors Fenster machen, Loch durch, kann ich Ofenrohr rausmachen. Aber in dem Moment hat er anscheinend nicht an die Rollläden gedacht. Und das sind halt genau solche Dinge,
die sich dann in der Simulation hoffentlich noch herausstellen, dann kann man das noch nacharbeiten. Weil wenn dann irgendwann vielleicht doch mal der Ernstfall eintreten sollte, ja, dann ist dann oftmals zu spät. Gut, ein paar Griffe abmontieren, das kann man schon. Die beiden sind ja auch ausgerüstet, das wäre kein Problem. Aber trotzdem will man dann eigentlich nicht überflüssige Fehler erst dann ausmerzen müssen oder im schlimmsten Fall kann man es dann vielleicht auch gar nicht mehr. Wir sitzen immer noch hier beim Frühstück. Wir haben noch zwei Brötchen, die ich vor einigen Tagen gebacken habe. Also heute müssen wir für das Frühstück nicht groß sorgen. Mutter hat es noch im Kühlschrank. Der ist immer noch recht kühl. Wir werden aber heute sicher unseren Notkühlschrank montieren. Was ich unbedingt noch sagen will, weil ich bin ja ein Angsthase. Das wisst ihr auch unterdessen. Wir haben natürlich in jedem Raum, wo mit Holz, Sprit oder was auch immer geheizt wird, Kohlenmonoxid, Messgeräte, Alarm, Melder. Das ist natürlich geil. Deswegen wahrscheinlich auch Leben am Bach. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wo das Haus steht, aber wahrscheinlich nicht weit weg. Wenn man dann direkt einen Bach hat, das ist natürlich Jackpot. Sieht ein Holländer aus. Ja, doch schon einige Nachbarn. Da hinten ist so ein Wohnhaus. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das mehr abgelegen ist. Gut, ich weiß nicht, vielleicht ist das einzige Haus in der Nähe, keine Ahnung. Aber ich finde es halt auch mal interessant, wenn man etwas außen ums Haus herum sehen kann. Gut, ich verstehe es natürlich auch, wenn die beiden nicht allzu viel zeigen wollen. Ich zeige ja auch nicht zum Beispiel, wo sich mein Haus befindet oder so. Also so ein bisschen Anonymität will und sollte man sich dann schon noch bewahren, obwohl man dann vielleicht YouTube macht. Ja, wie ihr vielleicht schon wisst, haben wir ja das große Glück, an einem Gewässer zu wohnen, an einem Bach. Ja klar, dann können Sie natürlich die Toilette benutzen. Jedenfalls solange die Kanalisation noch einigermaßen funktioniert. Gut, in der Simulation wird es kein Problem sein. Wie es dann in einem tatsächlichen Blackout ausschaut und wie lange da die Kanalisation noch funktioniert, wie lange das nicht verstopft ist, das weiß ich nicht. Das ist auch schwierig wahrscheinlich zu beantworten. Jedenfalls, wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich gut, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, halt das Klo als einzige Alternative zu verwenden. Ich würde schon sagen, man sollte dann noch ein Backup-System irgendwo haben. Und das ist natürlich der Vorteil, dass man dort Wasser holen kann und zum Beispiel die WC-Spülung wieder aufzufüllen, wenn man kein fließendes Wasser hat. Ja, jetzt versuchen wir das mal. Wie Blumen gießen.
So. Das sind jetzt das ist eine Gießkanne mit 10 Litern. Also es würde noch ein wenig mehr Platz haben. Ich werde dann nachher noch ein wenig mehr reinfüllen bis zu oberst. Jetzt sind wir in der Küche, oder? Da würde ich mir dann halt wahrscheinlich auch nebenzu noch, wenn genug Platz da ist, halt so einen Wasserbehälter neben die Toilette machen, weil dann muss man dann halt nicht jedes Mal zum Bach laufen. Gut, ist ja nicht weit, aber ich glaube, es ist dann trotzdem irgendwo auch vielleicht nur ein kleines, aber es ist halt ein Risiko, sich da mehrmals am Tag zum Bach zu begeben und wieder zurück. Ich würde schon schauen, dass ich da etwas Vorrat habe, dass ich dann vielleicht nur alle paar Tage mal ein paar Mal zum Bach hin muss und dann wieder zurück. Und das dann vielleicht in der echten Krise, vielleicht auch unter Beobachtung vom Partner oder so, also ja, jemand, der quasi Schmiere steht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich paranoid, so, aber ich werde da schon relativ vorsichtig, glaube ich. Bin ich in der Küche, Abwasch ist angesagt. Zuerst möchte ich euch noch das zeigen. Ich habe ja gestern Kartoffeln gewaschen, das Wasser auch aufbewahrt und das wird jetzt durch einen Kaffeefilter gesiebt. Ja, so spart man Wasser, das kann man sicher irgendwann gebrauchen, vielleicht für Wärmflaschen und so weiter. Habe ich ja letztes Mal auch erwähnt, in der Wärmflasche brauchst du kein Trinkwasser, da kannst du Schmutzwasser einfüllen. Ja, wie sehr das jetzt Sinn macht, wenn du neben Haus einen Bach hast, das Schmutzwasser zu filtern, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist jedenfalls gut, dass sie das zeigen. Und es ist auch wichtig, wenn man halt einen begrenzten Wasservorrat oder auch Brauchwasservorrat hat, das Wasser zu filtern, dann kann man das mehrmals für diverse Sachen dann wieder verwenden. Weil auch so Schmutzwasser, wie gesagt, für die Thermosflasche, ist das geeignet? Oder vielleicht hat man ja irgendwo auf einer Fensterbank noch ein paar Kräuter oder so, für das wird es dann auch reichen. Oder vielleicht für die Vorreinigung der Hände oder so, wenn man extrem schmutzige Hände hat, kann man halt erstmal solches Wasser benutzen, dass halt der gröbste Schmutz dann runterkommt und dann zum Schluss braucht man dann nur noch eine kleine Menge saubereres Wasser. Das muss ja auch nicht Trinkwasser sein. Auch so Filtertüten sind immer keine schlechte Idee, auch wenn ihr mal Wasser von irgendwo habt, das ihr filtern möchtet. Es geht eine Weile, also habt Geduld, aber das haben wir ja. Das ist auch ein guter Tipp, würde ich auch so sehen, immer ein paar so Filtertüten zur Hand haben oder im Vorrat haben, weil so kann man halt das Wasser vorfiltern und auch wenn du zum Beispiel einen Wasserfilter benutzt, lebt halt dein Filter umso länger, je besser das Wasser schon vorgefiltert ist, würde ich auch so empfehlen. Und das Teil ist ja auch noch nützlich auch für andere Dinge, wenn aus irgendeinem Grund zum Beispiel dein Brennsprit oder Petroleum verschmutzt ist, wenn da irgendwas reinfällt oder so, kannst du das dann halt auch besser filtern. Ja, keine Ahnung, aber ich würde da auch immer so ein, zwei Packungen im Vorrat haben. Muss ich mir aber auch noch zulegen. Bei einem Blackout haben wir genügend Zeit. Jetzt komme ich zum Abwasch. Da möchte ich noch den Tipp geben, ich habe die Teller schon mit einem Papier wirklich fast sauber gerieben. Und zwar aus diesem Grund, dass ich nachher möglichst wenig Wasser verbrauche. Natürlich verbrauche ich Papier, aber im Notfall geht auch Zeitungspapier. Aber einfach, dass die Teller möglichst sauber sind, oder? Ja, oder einfach einen Lumpen, den man dann wieder auswäscht. Weil den Lumpen auszuwaschen, brauchst du natürlich viel weniger Wasser, als alle Teller quasi erstmal vorzuspülen. Das ist eigentlich auch... auch ein guter Tipp, würde ich dann wahrscheinlich auch so machen. Also natürlich erstmal Teller sauber lecken, so, ne? Schon so sauber wie möglich hinterlassen, weil das ist ja auch Nahrung. Und dann natürlich vorreinigen und für die definitive Reinigung dann halt wirklich frisches Trinkwasser
benutzen. Das Geschirr. Ja, und dann lege ich mal los. Wir haben das Glück, das haben wir schon beim letzten Mal schon gezeigt, dass wir einen Bach vor dem Haus haben. Darum verwende ich zum Vorspülen mit dem Geschirrspülmittel auch das Bachwasser. Also hier das Bachwasser. Sorry, noch kurz mal. Ich finde es auch gut, dass Sie das alles so zeigen und sich nicht komplett nur auf das Bachwasser verlassen, weil wenn du halt einen Bach vor der Haustür hast, ist halt die Verlockung sehr groß, dass du dir halt sagst, ja, um Wasser brauche ich mir jetzt gar keine Sorgen machen. Ich finde es halt gut, dass sie dann das trotzdem so machen, weil du weißt dann halt nicht, wie sauber das Bachwasser dann in einem Blackout ist und auch bleibt, ob es vielleicht dann irgendwann zu gefährlich wird, zum Bach zu gehen, obwohl es nur wenige Meter sind. Und natürlich auch für die Zuschauer ist es dann auch interessant, weil nicht jeder hat halt einen Bach in unmittelbarer Nähe. Und wenn sie halt dann doch noch andere Sachen so ein wenig zeigen, find ich gut. Das schicke ich jetzt rein, nehme aber noch so ein Filter, falls es grobe Teile hat. Da es Bachwasser ist, kann ich ein bisschen großzügig sein. Zum Spülen verwende ich natürlich dann möglichst wenig Wasser. So. Es ist sehr kalt. Man merkt, es ist Winter. Spülmittel natürlich nicht so viel. Und ja, das muss ich jetzt nicht weiter wie lange zeigen. Ihr wisst ja, wie man Geschirr spült. So, während Susanne am Abwasch ist, möchte ich euch noch einmal zeigen, dass wir jetzt diesen Petrolofen auf dem Minimum laufen lassen. Und ja, die Temperatur ist immer noch sehr gut. Sie ist über 20 Grad, also könnt ihr sehen. 20,6 Grad, das ist also sehr, sehr gut und der Ofen läuft auf Minimum. Ich muss nochmals kurz unterbrechen, aber das ist halt in der Reaction so. Ne? Ich finde es eigentlich gut, dass Sie doppelgleisig fahren, also Sie haben ja die Möglichkeit mit Holz, einerseits mit dem kleinen Ofen, andererseits in der Küche haben wir auch gesehen, dass Sie da noch einen Holzherd haben. Und jetzt haben sie noch einen Petroleumofen. Ich finde das gut, weil es ist immer besser, wenn man Plan A und Plan B hat. Vielleicht geht einem das Holz aus, vielleicht wird das Holzlager gestohlen und alles ist weg. Dann hast du halt kein Holz mehr unter Umständen. Das Gleiche gilt halt auch für Petroleum. Vielleicht geht der Ofen kaputt, vielleicht wirst du überfallen, musst deine Petroleumvorräte abgeben, was auch immer. Es ist immer gut, wenn man mehrere Optionen hat, ob jetzt das Holz und Petroleum oder zum Beispiel Petroleum und Gas oder Holz und Gas, das spielt nicht so eine Rolle. Am besten ist einfach eigentlich, wenn du alles abdecken kannst. Also mein Ziel zum Beispiel ist es halt, ich habe die Möglichkeit nicht mit Holz Feuer zu machen, zu heizen, zu kochen und so weiter. Also das fällt für mich weg. Trotzdem werde ich mir wahrscheinlich noch... Es gibt, glaube ich, so von Petromax da diese Raketenofen. So einen werde ich mir dann trotzdem noch zulegen. Da kann ich ja dann auch schlimmstenfalls draußen mal etwas kochen oder so. Das wäre halt aber für mich dann halt die letzte Option. Dann habe ich ja aktuell einen Gaskocher, Campingkocher. Und ich will aber noch, und ich habe ja noch einen Trangia, einen Brennspritkocher. Aber ich will dann zum Beispiel auch noch einen Benzinkocher, weil so habe ich dann alle, ich sage mal, Treibstoffarten oder die meisten Treibstoffarten abgedeckt. So, und das finde ich eigentlich immer gut, weil auch je nachdem, wenn dir halt etwas von deinem Vorrat zur Neige geht an Brennstoff, du hast vielleicht dann nichts mehr, ist immer besser, wenn du da flexibel bist. Denn wenn du vielleicht mit jemand irgendwie tauschen kannst oder so,
ja, dann spielt es auch keine Rolle, welchen Brennstoff er dir anbieten kann. Dann kannst du halt den nehmen, der die Person hat oder der für dich dann am günstigsten ist. Das ist immer gut. Aber schauen wir mal weiter. Außen ist die Idee so ungefähr, wahrscheinlich am Haus ist es 2,4 Grad. Ich denke, man kann 1 Grad abziehen, also es wird etwa 1,5 Grad sein. Also im Freien. A little longer than a few minutes later. Wie ihr seht, haben wir im Moment 21,5 Grad. Das ist im Grunde genommen zu warm für einen Notfall. Das ist schon krass, ne? Also auf Minimum läuft der und Temperatur ist halt jetzt doch um einiges gestiegen und der Raum ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht gerade der allerkleinste. Da ist eigentlich noch das Fenster off. So USB-Platten, wie er da benutzt hat, die sind dann auch immer etwas, etwas durchlässig, also winddurchlässig. Die dichten nicht 100%, weil das sind halt so Holzstücke, die so übereinander eigentlich geklebt oder gepresst werden. Und da hat es immer ganz kleine Hohlräume, wo der Wind durchpfeifen kann, aber man kann die dann, nur so als Tipp, man kann die auch versiegeln, dann sind sie dann auch dicht, das würde ich vielleicht machen, ich weiß nicht, ob er jetzt das gemacht hat oder nicht, spielt eigentlich auch keine Rolle, aber ist dann schon eigentlich beachtlich, wie er den Raum, wie der Petroleumofen den Raum aufheizen kann. Und ja, mich würde jetzt noch interessieren, wie viel Brennstoff die verbrauchen. Und wir haben jetzt gerade beschlossen, Susanne und ich, dass wir jetzt den Ofen einmal ausschalten und warten, bis die Temperatur vielleicht bei so 19,5 Grad ist und so. Und dann schauen wir mal, ob wir dann wieder die Heizung einschalten. Wir haben noch den Trinkbrunnen von Lupin, von unserem Kater. Den müssen wir natürlich auch. Der läuft ja mit Strom. Da haben wir auch einen Akku-Pack gekauft, das ist das Teil hier. Und das ist wirklich genial, weil das kann verschiedene Spannungen, erkennt verschiedene Spannungen. Das kann als 5 Volt, 3 Ampere, 9 Volt, 2 Ampere, 12 Volt, 1,5 Ampere, 4,5 Volt, 5 Ampere, 5 Volt, 4,5 Ampere. Also das ist wirklich ein super Teil. Und es hat 26.800 mAh, also das hält ziemlich lange an. Ich glaube, das letzte Mal, als wir im Sommer das gemacht haben, hat das Teil 2 Tage, hat das funktioniert nonstop. Noch kurze Anmerkung zu den Powerbanks. Man sollte aufhören mit Milliamperestunden das Ganze anzugeben, weil das ist nicht aussagekräftig. Du weißt nicht, ist das 1S, 2S, also das bedeutet halt eine Batterie, ein Akku in Serie, also nur eine vorhanden, oder dann zum Beispiel 2 in Serie oder 2 parallel. Somit ist dann eigentlich egal, wie viele Milliamperestunden das Teil hat. Es ist viel, viel wichtiger, wie viele Wattstunden so eine Powerbank hat, weil so kannst du das dann auch viel besser für deine Geräte ausrechnen. Zum Beispiel, wenn du Sie haben jetzt vorhin gesagt, Ihre Lampe braucht 7 Watt, dann braucht die eigentlich in einer Stunde 7 Watt, also dann gibt das dann 7 Wattstunden zum Beispiel. So kann man dann das halt ausrechnen. Wenn du dann eine Powerbank hast mit 700 Wattstunden, dann weißt du, ich kann die Lampe dann halt eigentlich 100 Stunden lang betreiben, dann kannst du das besser ausrechnen, klar. Verluste und so weiter, effektiv wirst du nicht auf diese Zeit kommen, aber so als Größenordnung. Ob du dann 10.000 mAh hast oder 26.000 oder 150.000, damit kannst du dann eigentlich effektiv nichts anfangen, aber das nur so kurz nebenbei. Steck's mal ein. Mal schauen. So, das funktioniert, wie ihr seht. So. Ich lege das da.
auf, damit das dem Lupi nicht in den Weg kommt. So, jetzt machen wir da. Haben wir gesagt, ab zu. Das ist geil, das Teil. Das will ich mir wahrscheinlich auch noch zulegen. Damit kann man Wasser kochen. Das glaube ich auch von Petromax. Gibt es aber glaube ich auch noch von anderen Herstellern. Und da kannst du mit ziemlich wenig Holz, ich habe das mal auf YouTube irgendwo gesehen, kannst du halt, es gibt da glaube ich zwei Größen, 0,7 Liter und 1,5 Liter, so irgendwas. Und dann kannst du wirklich halt mit so einer Handvoll Holz, kannst du eigentlich dann 1,5 Liter Wasser in irgendwie 2 Minuten oder so heiß machen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Vielleicht sehen wir es, ja wahrscheinlich, er wird das wahrscheinlich jetzt füllen. Nicht mehr so viel heißes Wasser. Also machen wir den Petromax. Die sind gar nicht mal so teuer. Was heißes Wasser. Zuerst mal ein Liter abfüllen, damit dann das auch nicht läuft nachher. Also versuchen wir mal ein Feuer zu machen. Ich habe hier Holzwolle, die wir vor 1000 Jahren. Da finde ich es jetzt wiederum interessant. Ich habe ja in der letzten Reaction gesagt, die Videos sind manchmal etwas langatmig so. Und zum Beispiel, als er da den Ofen angezündet hat, ja, man muss da halt nicht die ganze Zeit sehen. Aber hier zum Beispiel finde ich es jetzt recht interessant, wenn das ungeschnitten ist, weil dann kriegt man wirklich einen Eindruck, wie lange braucht er, um das Feuer anzufachen, wie facht er es an und wie lange dauert es dann, bis das Wasser kocht. Das, hier finde ich es top. Mal gekauft habe. Und jetzt versuchen wir da mal mit Holzwolle als Zündi. Das brennt ziemlich schnell ab, die Holzwolle, das geht ratzfatz und dann ist das weg. Da muss man ziemlich viel nehmen und dann Holz darauf. So. Ein Holzstückchen, die wir da übrig haben. Nächsten Frühling oder Sommer werden wir dann bei uns, bei den Bäumen bei uns da, werden wir dann noch so kurze kleine Stücke holen, die sammeln. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja. Ich behaupte fast, dass die Menge schon fast ausreichen wird. Das Video, das ich dann gesehen habe, der hat eigentlich auch nicht wirklich mehr Holz benutzt. Bin ich jetzt gespannt. Einen Moment, damit es nicht zu schnell abbrennt, damit das Holz schon Feuer fängt. Und wenn ich den drauf tue, da, dann gibt es sofort einen Kamineffekt und dann ist die Holzwolle weg. So. Ja, jetzt geht das schon. Mach drauf. Schlecht aus, so versuchen wir es mal. So, das funktioniert wunderbar. So
sofort Nachschub in ein Schieben da. Und es verbrennt extrem schnell natürlich mit diesem Kamineffekt. Vielleicht noch als kleiner Tipp, wenn ihr diesen Tetramax, wenn ihr so einen Tetramax habt oder kaufen wollt, lagert den Tetramax nicht draußen, sondern drinnen, wo es möglichst warm ist, damit nicht zuerst der Tetramax aufgeheizt werden muss und danach das Wasser. Dann hat es schon eine gewisse Temperatur, das Metall, und es geht dann schneller, bis das Wasser heiß ist. Also sind jetzt ungefähr 6 Minuten vergangen. Ja, genau jetzt hat er halt einen Schnitt gemacht, wo ich das eigentlich live sehen wollte. Gut, er hat jetzt gerade gesagt 6 Minuten, im anderen Video 2 Minuten. Gut, da muss man immer etwas vorsichtig sein. Ne? Ich weiß halt auch nicht, ich weiß nicht mehr, welches Video ich gesehen habe. Ich weiß auch nicht, wurde der von Petromax bezahlt? War das Werbung? Ich habe mich da nicht geachtet. Ja, immer etwas mit Vorsicht. Also ihm hier im Video glaube ich jetzt, also ich weiß nicht, ob er jetzt genau auf die Uhr geschaut hat oder das geschätzt hat, aber ich würde jetzt dem mehr vertrauen als halt so einem großen Kanal, wo halt so ein Teil einfach mal testet, weil ja, der hat das sicher nicht zur Verfügung gestellt gekriegt und er wird auch kein Geld von Petromax erhalten. Fängt schon an zu pfeifen, also das Wasser ist schon bereits gut. Oh, schaut mal aus. So, Zeit fürs Mittagessen. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal Bohnenburger. Bohnenburger, okay. Dazu eine Büchse rote Bohnen. Und Flüssigkeit benötigen wir ja auch. Dann schütte ich die Bohnen hier auf einen Teller, damit ich sie ein bisschen zerstampfen kann. Im flachen Teller geht das fast besser, ich hoffe es zumindest. So. Müssen nicht alle Bohnen vollständig zerquetscht sein. So. Finde ich übrigens auch gut, dass die halt so, ich sag mal, eine Art so Rezept zeigt, weil bei vielen Kanälen siehst du dann halt einfach so, dass die halt die Dose aufmachen, in der Pfanne wärmen, das dann so essen. Und sie versucht halt wirklich, das abwechslungsreich zu gestalten. Jetzt eigentlich schon am zweiten Tag so, ne? Versucht jetzt da Burger draus zu machen. Und das finde ich schon, das finde ich nice, das mag ich. Rein in die Schüssel. Weil, noch kurz, weil so lernt man das Ganze ja auch, weil eigentlich machst du das ja nicht außerhalb einer Krise. Da kaufst du dir dann entweder Fleisch, machst dir die Burger selbst oder kaufst dir manchmal sogar die fertigen Patties oder gehst da gleich in eine der Fastfood-Ketten. Aber so mit Bohnen und so machst du das ja eigentlich nicht so. Also ich habe es zum Beispiel schon mit Thunfisch und Haferflocken gemacht, so, ne? Aber das war dann halt eher so wegen Training und so, wegen Eiweiß. Das ist eigentlich auch ziemlich lecker. Werde ich dann vielleicht auch noch mal irgendwie ein Video drüber machen. Wäre vielleicht auch in der Krise mal interessant. Aber ebenso lernst du das halt, das Ganze. Und ja, wenn es halt jetzt schief geht, es ist ja jetzt nur ein Experiment und wegwerfen musst du das ja so oder so dann nicht. Und ja, finde ich eigentlich gut, wie sie das machen.
Erdnüsse. Das ist auch clever mit den Erdnüssen. Ich glaube, da sind Erdnüsse. Die sind halt sehr kalorisch. Also da kommst du weit mit. Es sieht jetzt nach einer kleinen Menge aus, aber ich schätze mal, was sind das? 70, 80 Gramm bestimmt. 70, 80 Gramm sind locker 400 Kilokalorien. Locker, also mindestens. Und jetzt habe ich noch Zwiebeln im Kühlschrank gehabt. Aber wie gesagt. Und Erdnüsse, sorry, wenn ich immer anhalte, Erdnüsse sind dann halt auch super wegen Eiweißbedarf, um den Eiweißbedarf zu decken. Gut, Bohnen natürlich auch, die haben auch relativ hohen Eiweißgehalt. In den Erdnüssen ist halt dann auch viel Omega-3-Fettsäuren drin, also gut, drin, gute Fette und so weiter. Und auch viele Mineralstoffe wie Magnesium, glaube Zink und so weiter. Nüsse allgemein für eine Krise, wer keine Nussallergie hat, sehr, sehr wichtig. Sag, wie auch schon im anderen Rezept gesagt, könnt ihr auch getrocknete Zwiebeln nehmen. Also sobald meine Zwiebeln aufgebraucht sind, werde ich sicher auch getrocknete Zwiebeln nehmen. Das geht genauso gut. Habe ich auch im Vorrat getrocknete Zwiebeln und auch Knoblauchpulver habe ich immer da, weil da kannst du so viele Sachen damit dann noch aufpeppen. Das ist eine gute Sache. So, ja. Und jetzt habe ich mir überlegt, schlau wie ich bin, dass wir das noch ein bisschen aufpeppen. Wenn ich jetzt das Messer noch dabei gehabt hätte, wäre es besser, aber ich glaube, ich habe eins hier. Und zwar habe ich hier Erdnüsse. Ich würde die vielleicht sogar mahlen. Ich würde da so eine Art, dann wird es so eine Art wie Paniermehl so und dann kann man das besser unterarbeiten. Die würden dann vielleicht auch noch die Feuchtigkeit etwas aufsaugen und die Masse dann noch etwas besser binden. Also ich weiß es nicht, ich würde es halt so versuchen und vielleicht auch vom Geschmack her. Ich weiß jetzt nicht, wie geschmacklich, wie das passt zu den Bohnen, weil man will ja Burger machen, so, dann finde ich auch, sollte man da etwas mit Fleischgewürz, vielleicht noch etwas Senf und so rangehen, dass das halt einen fleischähnlichen Geschmack hat, aber jeder wie es mag. Und ich weiß nicht, ob da Erdnüsse dann reinpassen. Und ich glaube, wenn die halt feine gemahlen sind, dann wird es eine homogenere Masse, auch vom Geschmack her besser verteilt. Und dann hast du auch nicht so harte Stellen, auf die du beißt, weil in einem Burger möchtest du ja auch nicht auf harte Stellen beißen, so Knorpel und so. Also ja, aber das ist halt, wie ich es machen würde. Aber ich bin jetzt gespannt. Ich gebe da noch ein bisschen Crunch. Oder eine Panade machen mit den Erdnüssen, das wird auch gehen. So, mal schauen dann, wie das schmeckt. Bin selber gespannt. Jetzt gebe ich da Senf rein. Also eigentlich das gleiche, wenn ich jetzt Hackfleisch hätte. Mhm. Ein wenig Sojasauce. Wir müssen aber beachten, oder beachtet, wenn ihr mit Erdnüssen arbeitet, die sind ja gesalzen. Dann Knoblauch habe ich keinen frischen da, also gebe ich Knoblauchpulver rein. Generell, sie sagt jetzt, sie sind gesalzen, also sie hat jetzt Gesalzene da. Ich tatsächlich kaufe mir immer die ungesalzenen, weil ich kann die dann viel flexibler verarbeiten. Ich kann die dann zum Beispiel auch in Frühstücksmüsli mit reinmachen, das ist auch sehr lecker. Und da passt dann gesalzen halt nicht unbedingt so perfekt. Also ich kaufe mir die ungesalzen, die sind dann auch gesünder. Und vor allem sollte man Nüsse kaufen, die nicht geröstet sind. Weil beim Rösten gehen halt sehr, sehr viele gute Inhaltsstoffe verloren. Und das möchte man ja nicht. Also weder in der Krise noch, sag mal, im Real Life, also außerhalb der Krise. So. Ich tatsächlich hätte ungesalzene gekauft. Aber musst du halt wissen, wenn du halt die gesalzenen magst und die ungesalzenen nicht, dann kaufst du dir halt die gesalzenen. Das ist ja kein Problem. Funktioniert ja auch, sieht man da.
mal ein wenig Salz. Ich probiere das Ganze dann. So, und jetzt habe ich hier in Deutschland mal ein Gewürz gekauft, das rauchige Drecksau heißt. Und das ist nichts anderes als Paprika. Ja, reiche Paprika. Geräucherten Paprika, ja. Noch mit anderen Zutaten. Paprika, Rauchsalz. Ja, das geht. So, ja, rauchige Drecksau. Ja. Aber aufpassen, da ist auch noch Salz mit drin. Ich weiß nicht, ob schon zu viel. So. Mal schauen. Und beim Gewürz seid ihr ja immer frei. So, jetzt fehlen noch die Haferflocken. Und die habe ich in der Küche liegen lassen. So, sind die auch noch aufgetaucht. Die sind mit dem Quetscher gemacht. Ja, die habe ich selber frisch gequetscht. Also ich benutze jetzt die Haferflocken, um die Feuchtigkeit zu binden. Das geht natürlich auch. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt die Erdnüsse halt feiner, also eigentlich zu einem Pulver verarbeitet. Ich muss mir eh noch eine Getreidemühle kaufen irgendwann. Dann kann man halt so Sachen dann gut klein machen. Vielleicht auch die Haferflocken. Dann wird das Ganze eine kompaktere, homogenere Masse und hält wahrscheinlich auch besser zusammen. Ich habe ja mit meinen Thunfischfrikadellen Erfahrung gesammelt. Und wenn die Haferflocken dann im Ganzen... Wenn du die im Ganzen lässt, dann wird das ziemlich bröselig. So. Es wird dann nicht zu flüssig, also es saugt die Flüssigkeit schon ordentlich auf, aber es fällt relativ schnell auseinander. Deswegen, weiß nicht, ich glaube, Pulver wäre da vielleicht besser. Perfekt wäre natürlich noch, wenn du noch ein oder zwei Eier da hättest. Aber ihr könnt natürlich die Haferflocken auch im Vorrat haben, halten einfach nicht so lange wie... Haferkörner. So, das wär's. Jetzt muss das Ganze ein bisschen ziehen, dass die Haferflocken auch die Flüssigkeit aufnehmen. Und ich hoffe, dann kann man auch ein bisschen Burger daraus formen. So, während... die Bohnen noch ziehen, ja, beziehungsweise die Tomatenpüree hätte ich auch noch mit reingemacht. Die Haferflocken möchte ich euch eine wirklich geniale, ganz, ganz einfache Soße zeigen. Meine Mutter hat die immer gemacht, als wir Kinder waren, und zwar für Siedfleisch oder Poulet, also Hühnchen. Und die geht wirklich so einfach und ich kann sie euch total empfehlen. Ihr nehmt einfach Tomatenpüree, Tomatenmark. Das ist auch so unser Schweizer Ding. Wir sagen immer zwei Wortlaute, ne? Tomatenpüree, Tomatenmark. Mache ich auch oft, weil ich weiß dann halt nicht, was du dann halt besser verstehst. So, dann sagt man, weil wir sagen eigentlich Tomatenpüree und dann fällt einem so ein, eigentlich schon während man das ausspricht, so, oder sagen die Tomatenmark, und dann so, ich sag halt einfach beides. So. Und sie hat das immer, oder ich mache das normalerweise immer mit frischen Zwiebeln, aber jetzt in diesem Fall versuchen wir das Ganze einfach mal mit getrockneten Zwiebeln. Schmeckt sicher auch. Also dann ganz einfach getrocknete Zwiebeln und ganz wenig Salz. Und dann könnt ihr wieder Paprika dran tun oder jetzt Harissa nehme ich wieder, weil ich gerne Schärfe habe, aber Kreuzkümmel würde natürlich auch sehr gut passen, dann ist es ein bisschen mexikanisch. So, und das ist eigentlich schon der ganze Zauber, was einfach gut ist, noch ganz wenig Wasser. Sieht soweit
eigentlich ziemlich lecker aus. Ich würde das wahrscheinlich noch etwas anpassen. Ich hätte jetzt da für meine Bedürfnisse, also ich weiß nicht, vielleicht kommt es noch, ich würde da noch etwas Senf mit reinmachen und dann das Wasser oder wenigstens ein Teil des Wassers würde ich jetzt wahrscheinlich mit Essig ergänzen oder ersetzen. Weil halt so eine leichte Säure, gut, Tomatenmark hat auch eine leichte Säure, wäre dann halt irgendwie wahrscheinlich besser. Und wenn man dann das hat und sollte man in der Krise haben, dann würde ich noch etwas Honig mit reinmachen, halt für noch eine leichte Süße. So. Dann wird das, glaube ich, bombastisch. Muss ich mal testen. Und weil es ja jetzt getrocknete Zwiebeln sind, kann das auch noch ein bisschen ziehen, bis die Burger dann fertig sind. Aber ich kann euch wirklich versprechen, das ist so einfach, aber ich finde die wirklich genial. Und Knoblauchpulver, ganz wichtig. Mach überall Knoblauch mit rein. Mit frischen Zwiebeln schmeckt das ausgezeichnet. Jetzt versuche ich noch ein bisschen mehr. Also mit den Zwiebeln nicht sparen. Knoblauchpulver wäre zum Beispiel auch noch eine Variante, aber jetzt habe ich ja schon Knoblauch an die Burger getan. So, diese Burger, die kochen wir jetzt oder braten die. Was ist denn das für ein Teil? Ist das ein Gaskocher? Ich glaube nicht. Das sind doch keine Gasbrenner. Aus unserem Spiritus. Kocher. Spiritus. In der Brat. Das Teil würde mich jetzt interessieren, also einfach mich persönlich so. Da würde ich mir tatsächlich von den beiden noch ein Video wünschen. Vielleicht sehen sie ja die Reaction auch irgendwann mal, dass sie das Teil mal wirklich vorstellen würden. Weil so ein Spirituskocher finde ich nice, doppelflammig sowieso. Ich meine, ein Gaskocher ist natürlich in der Bauform kein Problem, den zu finden und zu kaufen. Aber Spiritus habe ich jetzt echt noch nie gesehen. Pfanne. Übrigens, da hinten ist da dieser Raketenofen. Die haben auch so einen, wo ich vorher drüber gesprochen habe. Mal schauen. Nicht gar. Noch ein kleiner Tipp. Wenn du wenig Brennstoff zur Verfügung hast, sag's mal so, benutzt vielleicht keine gusseisernen Pfannen. Klar, die speichern viel Energie, aber zum Beispiel, um Wasser zu kochen, eignet sich dann zum Beispiel so Campinggeschirr halt dann wesentlich besser als halt schwere gusseiserne oder halt dicke Materialien, weil halt die eine ziemlich lange Zeit brauchen, um sich aufzuwärmen. Guss ist halt schon gut, wenn du halt Fleisch anbraten möchtest oder irgendwas wirklich extrem scharf oder eine größere Menge, so muss ich sagen, extrem scharf anbraten möchtest, weil dann je mehr Masse ja das Material hat, umso länger brauchst du zum Aufwärmen, aber umso länger dauert es auch, um das wieder abzukühlen. So. Also die Lebensmittel entziehen dann dem Material nicht sofort die Hitze. Darum ist halt ein dickes Material besser zum Braten geeignet als ein dünnes. Aber halt um etwas zu kochen oder aufzuwärmen oder auch eine kleine Menge anzubraten, ist eigentlich dünnes Material mit einer guten Wärmeleitfähigkeit die energieschonendere Art zu kochen. So. Gas, so ein Spiritus, ja. Weil wir schon gesagt haben, gebrannte Kinder sind mit Gas. Wie ihr seht, es brutzelt. Sieht gut aus. Wie ihr seht, habe ich es gewendet, habe ich mir nicht getraut, die Kamera eingeschaltet zu lassen. Ach, lass laufen. Und ich muss sagen, sie sind wirklich... Das verstehe ich nicht. Lass die Kamera einfach laufen. Gut, ich weiß ja nicht, vielleicht hat sie es ja trotzdem aufgenommen. So. Aber ich finde, auch wenn halt so ein Teil dann zerbröselt oder so, es ist ja für uns Zuschauer, also für dich und für mich, ist ja das dann auch interessant zu sehen. So. Ein wenig filigran.
eben da würde natürlich ein Ei extrem helfen, um halt die Bindung herzustellen. Oder vielleicht geht es dann auch mit Volleipulver, wird er wahrscheinlich dann auch gehen. Also ein bisschen Mehl mit Gluten könnte nicht schaden. Ja, das ist auch eine gute Idee. So. Aber sind wir mal ehrlich, also das geht doch schon. Also klar, sind etwas zerbrechlich. So für auf ein Hamburger Brötchen wird es vielleicht schwierig. Aber einfach zum so essen, das ist doch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, sie hat es jetzt erwähnt, nächste Mal etwas Mehl mit Gluten, also Weizenmehl oder so. Und dann kriegt das auch schon eine bessere Bindung. Das ist halt auch sowas. Also sie üben das jetzt und halt im Ernstfall wissen Sie das? Es kommt natürlich noch die Soße. Und die Soße. Genau. Susanne und ich haben beschlossen, dass wenn es 19 ist, um 19 Grad, dann werden wir dann wieder anfangen zu heizen. Noch kurz zum Essen, sorry. Ich bin halt so ein Essensfetischist. Es sieht jetzt relativ eintönig aus, so, man denkt sich halt jetzt, ja, wäre halt gut, vielleicht noch etwas Teigwaren dazu oder Gemüse, so halt, aber eigentlich rein von den Zutaten her bietet das alle Inhaltsstoffe, die dein Körper braucht. Klar, Vitamine sind jetzt ja, nicht sehr viele mit drin, aber gut an Eiweiß, es hat Kohlenhydrate, es hat gute Fette durch die Nüsse, hat es gute Fette mit drin. Also das ist eine solide, ausgewogene, relativ gesunde Mahlzeit. Einfach die Vitamine fehlen. Aber man braucht ja nicht jeden Tag immer komplett maximal Vitamine zu sich zu nehmen. In der Krise wird es halt dann auch schwierig so. Aber jetzt da zum Beispiel noch eine Portion fermentiertes Gemüse zum Beispiel, wäre super. Also jetzt noch ein Zehntel Grad und dann heizen wir wieder ein wenig auf. Ja. Aber ihr seht, wir haben jetzt, wann haben wir das? 9:45? Mhm. Haben wir das, den Ofen ausgeschaltet und haben nicht mehr geheizt bis, jetzt ist es 12:50, oder was ist das? 12:50. Viertel nach eins, genau. Wobei man muss natürlich schon sagen, es ist ja nicht minus, weiß ich wie viel Grad draußen, es sind etwa 5 Grad draußen jetzt. Und die Sonne scheint natürlich ins Wohnzimmer. Also wir haben jetzt, jetzt geht es gerade runter auf 18 Grad, also wir haben ungefähr 19 Grad. Und wir haben ja gesagt, dass wir bei 19 Grad wieder anfangen zu heizen. Es ist jetzt 3:45, also wir haben jetzt von 9:45 am Morgen bis 4:45 am Nachmittag haben wir jetzt nicht mehr heizen müssen. Ich bin hier am Vorbereiten für unser Nachtessen, ein Süppchen. Ah gut, sie hat ja einen Mörser, mit dem hätte sie ja eben die Erdnüsse dann natürlich auch noch klein machen können und auch die Haferflocken, also wie ich es gedacht hätte. Aber ja, fertig jetzt von Essen zu reden. Und ich habe gedacht, dass es ein bisschen sämiger wird, gebe ich Cashew-Nüsse oder Cashew-Milch dazu und für das habe ich jetzt im Mörser Cashewkerne, die ich jetzt mörsere. Eine sehr schön meditative Angelegenheit. Jetzt bin ich wieder hier. Und diese Suppe, wie ich vorhin erzählt habe, die mache ich jetzt heute wieder. Noch einmal auf dem Spirituskocher. Und jetzt habe ich hier das Gemüse.
Aivar nennt sich das. Das ist, sind Peperoni, Aubergine, Tomaten, Knoblauch, hört sich gut an, schmeckt auch gut. Ja, manchmal kann man es auch einfach machen, wenn man aus dem Vorrat kocht. Was ich noch dazu gebe, von gestern, die Flüssigkeiten aus der Erbsenwipse. Gebe ich jetzt noch Wasser hinzu. Das hat perfekt, also die machen das wirklich, wirklich perfekt. So das Erbsenwasser aufbewahren, eine Suppe damit machen. Gut, das hat sie im letzten Teil auch so gesagt. Aber das ist doch optimal, weil jetzt hat sie nur eine ganz, ganz kleine Menge Trinkwasser benötigt und hat da zusätzlich, kriegst du ja dann noch den Geschmack von den Erbsen mit rein in die Suppe. Also es verfeinert ja dann die Suppe auch noch damit. Also finde ich extrem genial. Ein bisschen mehr. So. Und das lasse ich jetzt aufkochen. Ich meine, was war jetzt das an Wasser? Ich schätze mal, die kleine Flasche hat ja 500 Milliliter, da hat sie vielleicht 150 jetzt davon gebraucht und vorhin vielleicht 2 Deziliter, vielleicht 3-4 Deziliter und hast wirklich einen schönen Topf voll Suppe und die Feuchtigkeit, gut, ein Teil verdampft ja noch. Aber das ist ja eigentlich grundsätzlich nicht verloren, weil du isst ja dann die Suppe und auch Suppe spendet ja dann deinem Körper Feuchtigkeit. Also schon gut. So, jetzt ist es schon viel heißer. Jetzt gebe ich noch den Cashew-Rahm dazu. Cashew-Rahm. Ich wusste gar nicht, dass man das einfach so mit dem Mörser zerstampfen kann und so Milch eigentlich gewinnen kann. Klar, jetzt wird es mir schon klar, ne? Weil so wird ja eigentlich auch Mandelmilch ja hergestellt. Aber ja, also genial, solche Ideen, da musst du erst mal drauf kommen. Weil so hast du halt die guten Inhaltsstoffe, der Cashewkerne, du hast halt eine Art Milch, was halt deiner Suppe Geschmack verleiht und auch eine gewisse Sämigkeit so. Also wirklich super. Das wär's. Kann ich abstellen? Ja. So, hier wieder. Mit dem Süppchen. Das letzte Brot. Müssen wir uns morgen etwas einfallen lassen. Brot backen. Jetzt essen wir gemütlich unser Abendessen und was wir dann noch machen. Suppe ist halt auch gut, ja eben, jetzt haben sie dann noch Brot. Gut, das wird jetzt noch nicht komplett hart sein, aber auch wenn es komplett hart ist, solange das Brot nicht schimmelt, kannst du das dann in der Suppe einlegen und kannst es wieder essen, das ist kein Problem. Du kannst damit auch, wenn du Eier hast, kannst du eine Eimasse machen, die in die Eimasse, also das Brot in Stücke schneiden, in die Eimasse einlegen. Wir sagen dem Eierrösti, ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, kann man das anbraten.
Also würzen natürlich noch anbraten, das ist auch das super lecker. So. Oder halt so Fotzelschnitten, sagen wir dem, halt mit Zimt und Zucker, mit Eimasse. Und gerade zu Beginn einer Krise, also in der ersten Woche oder die ersten zwei Wochen, solltest du auch immer Eier noch da haben. Weil Eier sind ja dann locker 30 Tage haltbar und die erleichtern halt so einiges, wenn du halt Eier isst und magst. Also ja, kann man auch so das restliche Brot dann noch verwerten. Das werde ich euch morgen erzählen. Ja, das werde ich euch morgen erzählen, genau. Also dann sehen wir uns morgen. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Jo, das war der zweite Teil. Ich finde die Serie, ich finde die super, ganz ehrlich. Also ich hätte Bock, die restlichen Tage auch noch zu reaction. Vielleicht hast du auch Bock, schreib es unten in die Kommentare. Wir lassen natürlich ein Like da. Macht das gerne nach, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, die haben es echt verdient. Lasst einen Gruß von mir da. Würde mich auch freuen und sie bestimmt auch. Also wir kennen uns nicht. Ich, ganz ehrlich, wir kommen beide aus der Schweiz, aber ich hab den Kanal eigentlich wirklich zufällig entdeckt. Und ja, ich weiß nicht, ich feiere den Content. Ich mag die Art, wie sie die Videos machen, wie sie alles erklären, wie sie detailliert auf alles eingehen. Ich mag den Stil. Ich finde die beiden auch super sympathisch. Also echt, ich würde da gerne noch die restlichen Videos, jedenfalls aus dem Experiment Blackout im Winter, würde ich gerne noch drauf reacten. Jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Sei immer vorbereitet. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.